Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich wurde gebeten, über die Aortenklappenstenose zu referieren und besonders ein Augenmerk auf die Diagnostik zu legen. Ich möchte zunächst auf die Leitlinien eingehen, welche Diagnostik wir wählen sollten, auf mögliche Fehlerquellen eingehen und dann über die Low-Flow, Low-Gradient-Aortenklappenstenose sprechen. Die Fallbeispiele werde ich aufgrund der Zeit weglassen. Warum müssen wir die Aortenklappenstenose überhaupt einteilen? Es ist natürlich wichtig zu wissen, welcher Schweregrad besteht, um dann zu entscheiden, welche Patienten sollten auch eine Therapie erhalten. Dementsprechend brauchen wir klare Klassifikationen und zusätzlich ist es natürlich wichtig, ob die Patienten symptomatisch oder asymptomatisch sind. Die Echokardiographie-Leitlinien sind, denke ich, bekannt. Die verschiedenen Parameter sind bekannt. Wenn wir alle Messwerte als hochgradig bestimmen, fällt die Einteilung eindeutig und ist klar. Wenn wir dann weitergehen und schauen, welche Patienten sollten behandelt werden, gehe ich zunächst auf die asymptomatische Aortenklappenstenose ein. Ich habe das jetzt mal zusammengefasst. Wer sollte trotzdem operiert werden oder eine TAVI erhalten? Patienten, die schon eine reduzierte Pumpfunktion haben, Patienten, die unter einer Ergometrie Symptome aufweisen, Patienten, die unter der Ergometrie einen Blutdruckabfall haben und die Patienten, die eine höchstgradige Aortenklappenstenose haben anhand dieser Messwerte. Bei dem symptomatischen Patienten ist es etwas komplizierter. Der erste Punkt ist die klassische hochgradiente Aortenklappenstenose und die weiteren Punkte sind aber die Low-Flow-Low-Gradient-Aortenklappenstenosen mit verschiedenen Parametern. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie können wir diese Gruppen unterscheiden? Wenn wir uns diese Messwerte angucken und eben hier eine Diskrepanz feststellen, ist die Frage, was ist nun hochgradig, welcher Parameter ist der entscheidende? Wir suchen natürlich die wahre Aortenklappenstenose und gerade bei der Low-Flow, Low-Gradient-Aortenklappenstenose stellt sich die Frage, öffnet sich die Klappe nicht vollständig, weil der Ventrikel so schlecht ist oder ist diese Klappenöffnungsfläche fixiert? Ich möchte hier auf den Algorithmus eingehen. Der allererste Punkt ist, die Fehlerquellen zu beseitigen. Wir wissen alle die Kontinuitätsgleichung. Wir messen drei Parameter. Über diesen bestimmen wir die Klappenöffnungsfläche. Hier ist es wichtig, eine Messgenauigkeit zu haben. Sie sehen das hier. 3 mm Unterschied im Bereich des LVOT-Diameters. Dementsprechend ist es wichtig, direkt am Aortenanalus zu messen, die Zoom-Funktion zu benutzen. Eventuell exzentrische Verkalkungen sollten mit eingeschlossen werden. Und die Anatomie des LVOTs ist auch entscheidend, da dieser häufig oval ist. Und man hier sieht, wenn man eine zweite Ebene einlegt, kann man einen 2 mm Unterschied generieren. Das Anlotungssignal ist natürlich auch wichtig für die Doppleruntersuchung. Maximal 15 Grad sollte diese abweichen. Man sollte den PW-Doppler unmittelbar apikal der Aortenklappe anlegen. Und für den CW-Doppler ist es auch wichtig, dass man den nicht unterschätzen kann. Das heißt, man sollte auf die Suche nach dem Schallfenster gehen, wo man das höchste Signal ableiten kann. Und wie wir hier sehen, auf der rechten Seite eine apikale Anlotung bringt eine maximale Geschwindigkeit von 5 Metern und ist deutlich unterschiedlich zu der apikalen Anlotung. Wenn wir jetzt zur Low-Flow-Low-Gradient-Aortenklappenstenose übergehen, ist erstmal die allererste Frage, wie ist das Schlagvolumen? Und hier können wir dann unterscheiden zwischen Patienten, die eine niedrige Pumpfunktion haben. Da müssen wir bei niedrigem Schlagvolumen schauen, ob eine kontraktile Reserve besteht. Dementsprechend führen wir eine Dobutamin-Stress-Echokardiographie durch. Und wenn hier unter Anstieg des Schlagvolumens sich weiter eine hochgradig eingeschränkte Öffnungsfläche zeigt, sprechen wir von der echten Low-Flow-Low-Gradient-Aortenklappenstenose. Wenn diese Öffnungsfläche ansteigt, besteht eben eine pseudo-hochgradige Aortenklappenstenose, die noch keiner Intervention bedarf. Bei Patienten, die keine Flussreserve haben oder Patienten, die ohnehin schon eine erhaltene Pumpfunktion haben, da kommen wir mit dem Dobutamin nicht weiter. Hier sprechen wir dann auf der rechten Seite von der paradoxen Low-Gradient-Aortenklappenstenose. Hier müssen wir einen anderen Ansatz wählen, zu dem ich gleich komme. Und als letzte Gruppe noch die Patienten mit einem normalen Fluss, erhaltener Pumpfunktion, trotzdem niedrig gemessener Klappenöffnungsfläche. Hier sagen die Leitlinien, dass am ehesten Messfehler bestehen und dementsprechend die hochgradige Aortenklappenstenose unwahrscheinlich ist. Wenn wir uns jetzt diesen integrierten Zugang anschauen, ist hier vor allem wichtig das Calcium-Scoring in den Leitlinien. Hier gibt es Messwerte oder Grenzwerte für Männer und Frauen, die eben ein weiteres Indiz für die Hochgradigkeit der Aortenklappenstenose geben, wenn die vorherigen Parameter uneindeutig sind.
Ich möchte hier ein Beispiel der Dobutamin-Stress-Echokardiographie zeigen. Man sieht oben links maximale Geschwindigkeit von 3 Meter pro Sekunde, unten rechts unter 20 Mikrogramm maximale Geschwindigkeit von 4 Meter pro Sekunde, womit wir die Hochgradigkeit bewiesen haben. Eine Alternative, da natürlich die Dobutamin-Stress-Echokardiographie technisch aufwendig und auch zeitlich aufwendig ist, bieten postextrasystolische Schläge. Das heißt, man wartet ein paar Sekunden, schaut, ob Extrasystolen auftreten. Die verlängerte Diastole führt dann durch die vermehrte Vorlast dazu, dass ein vermehrter Auswurf generiert wird. Und vielleicht könnten Sie kurz das Video einmal starten. Und dann sehen wir, dass wirklich nach dieser Extrasystole auch planimetrisch die Klappenöffnungsfläche deutlich ansteigt und in diesem Fall eben nicht mehr hochgradig ist. Hier gibt es auch eine Arbeit, die Kollegen haben retrospektiv alle Dobutamin-Stress-Echos nachuntersucht, ob eben diese postextrasystolischen Schläge vorhanden waren. Und hier hat sich eine eindeutige Korrelation gezeigt. Alle Patienten, die mit Dobutamin eine maximale Geschwindigkeit von über 4 Meter hatten, hatten zumindest bei den postextrasystolischen Schlägen auch Geschwindigkeiten von über 3,7 Meter pro Sekunde, sodass man, wenn man im Rahmen von solchen postextrasystolischen Schlägen Geschwindigkeiten von über 4 Meter ableiten kann, kann man sich eigentlich die Dobutamin-Stress-Echokardiographie sparen. Ich möchte zusammenfassen, dass eben eine multimodale Bildgebung essentiell ist. Bei uns natürlich der erste Schritt ist immer die Echokardiographie. Wenn wir da unsicher sind, schauen wir nach den Extraschlägen, den postextrasystolischen Extraschlägen, führen eventuell die Dobutamin-Stress-Echokardiographie durch. Ein TEE machen wir auch bei jedem Patienten, um auch planimetrisch die Klappenöffnungsfläche nochmal zu bestätigen. Wenn immer noch Unklarheiten bestehen sollten, ergänzen wir die CT-Diagnostik mit dem Calcium-Scoring. Und auch im Rahmen der Untersuchung der Koronarien führen wir auch eine invasive Messung durch, sowohl des Gradienten über die Aortenklappe und wir führen auch einen Rechtsherzkatheter durch, um das Herzzeitvolumen zu bestimmen. Ich möchte noch kurz eingehen auf die Zukunft. Was machen wir mit Patienten, die eine moderate Aortenklappenstenose haben und auch eine reduzierte Pumpfunktion? Die aktuellen Guidelines sagen, diese Patienten sollten wir konservativ behandeln. Dieses Paper gibt den ersten Hinweis dafür, dass auch diese Patienten von einer frühzeitigen Therapie profitieren würden. Und auch aktuell noch im Einschluss ist der TAVR-UNLOAD-Trial, der eben genau dieses untersuchen möchte, Patienten mit einer mittelgradigen Aortenklappenstenose, reduzierter Pumpfunktion und Symptomatik sollen therapiert werden gegen eine rein medikamentöse Therapie. Vielen Dank.